Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, wir befinden uns nun im Teil des Dschungels. Kann man da irgendwas machen? Nee. Und Nimar war ja nicht so begeistert davon, dass wir gesagt haben, dass wir erstmal irgendwas anderes. Achso, dass wir erstmal lernen müssen, die Tiere hier zu kontrollieren, sozusagen, zu beeinflussen. Okay. Okay, das ist ein bisschen tief, da wollen wir nicht rum. Alter, was ist das? Oh, da oben. Oh. Ich bin nicht da. Können wir einfach nach der vorherigen Folge abschalten und nichts mehr machen? Ich befürchte, sobald ich hier den Boden betrete. Oh, Moment. Ich befürchte, sobald ich den Boden betrete. Look what we got here. Sehr schön. Wird das Viech hier runterspringen? Oder es wird jetzt gleich irgendwie runterspringen? Oh mein Gott. Ich kann doch gar nicht gegen den antreten. Ich kann doch gar nichts hier. Moment, Pflanzen. Wir sollten ja auch Pflanzen von der anderen. Oh, ich bin so langsam im Wasser. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht runter. Wir sollten ja auch Pflanzen hier von der anderen Gegend, von der Dschungelgegend mitbringen. Oh mein Gott, der kommt hier aber nicht durchgesprungen oder so, oder? Achso, wir gehen da unten. Sehr gut, wir gehen. Alter. Are you in the jungle yet? Is everything all right? Well, Tab, I think I upset my friend. But otherwise, I'm fine. And this place is... It's stunning. We can't save the whole planet. But we can save part of it. I'll pass you the list of creatures we need for the biowalk. Ja, ist okay. Das finde ich auch ein schönes Bild hier. Das fotografieren wir auch mal. Speichern. Nicht wieder den Fehler machen, es nicht zu speichern. Kommt auch nichts, ne? Wenn man da... Ja, schade. Ich habe nur ein bisschen Panik, dass das Viech mich jetzt gleich von hinten angreift oder so. Da müssen wir hin. Da ist aber noch was, was ich einsammeln kann, oder? Da hinten ist noch ein Tier, aber da kann ich jetzt... Ich sag's mal so. Oh, da sind auch welche. Oh. Sind die wenigstens friedlich? Weil ich muss ja irgendwie an denen hier vorbei. Oh, Hilfe! Ich bin mir nicht sicher, ob die friedlich sind. Ich laufe mal einfach weiter. Oh, oh. Oder auch nicht. Was ist denn hiermit passiert? Komme ich da irgendwie hoch? Komme ich wahrscheinlich nur mit den... Oder? Also erstens höre ich hier immer noch was. Wieder mal da, wo ich es nicht fotografieren kann, so wie es aussieht. Hm. Kann man nicht lesen. Wo sind wir denn hier? Da oben. Hä, ist da eine Brücke? Da war aber keine Brücke, als ich da eben war. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eventuell irgendwie da rumkomme. Da sind so viele... Okay, hier ist ein Stab. Benötigt Strom, natürlich. Da hinten ist wieder eins von denen. Ich weiß halt, ich glaube nicht, dass ich deren Melodie jetzt schon spielen kann, oder? Das wäre da oben... Ja.
Ich würde eigentlich gern laufen. Hallo? Ich kann das nicht hören, ne? Naja, das dachte ich mir schon. Was bist du denn hier? Du bist nur Deko, so wie es aussieht. Scheiße. Da kann ich hoch. Ah, Moment, hier ist eine Brücke. Die führt auch genau dahin, wo ich hin muss, so wie es aussieht. Sehr schön. So, herstellen. Kann ich irgendwas herstellen? Weil ich bin irgendwie so voll mit allem. Ah, Moment. Halt 80. Kann ich nicht untersuchen? Ach so, weil ich nicht genug Zutaten... Ach so, man muss immer einmal die Zutaten haben, damit man es untersuchen kann. Okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet bisher. Okay, dann machen wir hier erstmal das Ding an. So, der ist ja jetzt aktiv, ne? Die sind ja jetzt alle rot. Dann können wir den erstmal so lassen. Und dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen hier auf Umwegen zu denen reinzukommen. Bin ich auch schon voll. Nein! Ach, du sollst... Alter! Du sollst nicht in die Hocke gehen, du sollst eigentlich laufen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, ich gebe es zu. So. Blumen da unten. Okay. Wenn es nur Blumen sind, ist alles gut. Da hinten, das sieht so aus. Oh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wieso bin ich jetzt von irgendwas Schwarzem hier getroffen worden? Gott sei Dank, geht das auch weg? Okay, jetzt geht... Moment, jetzt gehen wir hier wieder raus. Komme ich nicht hoch, oder wie? Da hinten war jetzt aber auch kein Loch, wo wir durchkommen. Können wir da... Können wir auch nicht hoch? Boah, jetzt müssen wir hier nicht ernsthaft so einen riesen Umweg machen, damit wir überhaupt da in dieses Tal rein können. Ich habe echt voll Panik, dass ich jetzt irgendwas Böses hier finde auf dem Weg. An old Aleph base. What were they doing way out here? Eine alte Alpha-Basis, das hört sich eigentlich gut an. Alter, was bist du? Aber höre ich auch nicht, oder? Ja, schade. Schade, schade. Ich hoffe nur, dass die nicht böse sind. Okay, da ist noch was. Bin ja gerade ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Da hinten müssen wir hin. Ach so, Moment. Nee, Moment. Zu der Basis kommen wir aber auch von hier unten rum. Der ist aber eingeklemmt, oder? Oh, you poor thing. Ja. Ich würde dir gerne helfen, aber du verstehst mich ja sowieso nicht. Das ist das Problem. Also, sprich, ich kann auch nichts machen, das meine ich jetzt damit. Memo von Dr. Margaret Tour. Dr. Crait war's. Vielleicht sollten wir die Sache etwas langsamer angehen. Die Namen wissen nicht immer zu schätzen, was wir hier tun. Es wäre klug, erst einmal Zwischenbilanz zu ziehen und ihnen zuzuhören. Wir sind erst seit Kurzem hier, sie hingegen schon seit Urzeiten. Es gibt viel, was wir von ihnen lernen können. Dr. Tour. Ja... Das sind diese Möchtegern-Wissenschaftler, ne? Die dann immer in irgendwelche anderen Länder einfallen, nichts davon verstehen und nicht zuhören wollen. Also sie ganz offensichtlich schon, aber die anderen nicht. Benötigt Strom. Ja, super. Ich suche ja gerade schon den Generator. Also hier ist das Ding, das ist klar, aber... Ich habe hier nichts, womit ich den Strom dafür anmachen könnte... Braucht auch Strom, oder? Ah, ne, das geht so. Rucksacktasche! Ja!
Sehr schön. Ist alles voll. Das ist herstellen. Da habe ich was zum Einfangen. Das ist ja auch alles schön und gut. Das Problem ist nur, es bringt mir überhaupt gar nichts, wenn ich den Strom hier nicht ankriege. Da ist ein Seilbahn. Da komme ich aber erst hin, wenn ich irgendwo was finde, um Strom einzuschalten. Frage ist, reißt er sich jetzt los? Wenn ich hier irgendwo durchgehe. Alles vom anderen Ende aus willst du mich veräppeln. Ach, da sind die Kleinen. Wie süß. Ja, es tut mir leid, ich kann dir im Moment nicht helfen. Ach, das ist wieder so ein blödes Ding, was zugeht. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Na, vielleicht kann ich das ja... Ich kann es ja noch nicht anmachen, offensichtlich. Aber vielleicht kann ich da ja was machen und dem dann auch helfen. Da komme ich hier oben noch irgendwo hin. Moment. Wenn ich da zu dem Namen gehe... Komme ich nach da oben, aber bringt uns das was? Ach ja, klar bringt uns das was. Ah. Die Seilbahn schon mal aktivieren? Okay. Hier sind wir. Ah, und da ist der Generator. Sehr geil. Okay. Haben wir das schon mal. Können wir hier schon mal hinporten? Haben wir schon mal die halbe Miete hier. So. Das ist alles, was ich schon erledigt habe hier. Ja, sonst bringt uns das eigentlich nicht viel, außer dass ich da unten auch noch rein kann. Über das Reiten komme ich immer noch nicht hinweg, aber gut. Was ist hiermit? Das war doch... Nee, das wird vom anderen Ende aus. Unten habe ich sonst nichts anderes. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt nicht um dich kümmern kann. Aber ich werde es tun, sobald ich die Macht dazu habe. Versprochen. Hallo, guten Tag. Hallöchen. Unglaublich. Du bist es, wirklich. Kennen wir uns? Die Orul haben von dir gesungen. Du bist das berühmte, das berüchtigte... Quarkbein. Fast. Oh nein. Bitte, Mensch, tritt ein. Unser Dorfoberhaupt möchte dich sprechen. Wir alle haben von deinen skurrilen Abenteuern im Grasland gehört. Das Dorfoberhaupt wird begeistert sein. Toll, danke. Wow, Quarkbein persönlich. Kann man da hoch? Nee, von der anderen Seite hin, oder? Ich guck mal eben kurz, ob da oben noch irgendwas ist. Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Hallöchen, guten Tag. Hier ist alles, was ich mag. Muss ich denn hin? Da in die Richtung? Ach so, ich hätte... Warte mal, der hatte einen Namen, oder? Ich hätte den fotografieren müssen, nicht? Ja, Durek. Ja, ja. Ich vergesse das immer. Scheiße. Durek, bleib mal still stehen. Ich brauche ein Foto von dir. So, zack. Du bist einmal identifiziert. Dankeschön. Jetzt ist die große Frage. Wen kann ich hier noch alles identifizieren? Du hast keinen Namen. Irgendwo hier, da hinten ist Boti. Den müsste ich auch mal fotografieren. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Hä? Das sind so, die über mir sind. Im Wasser. Ach, jetzt habe ich sie gesehen.
Hallöchen! Quarkbein, könnte das Wortlied der Wahrheit entsprechen? Was, wie, wo? Moment, hier ist doch bestimmt noch irgendeiner, der einen Namen hat. Ich muss ganz hoch irgendwie, okay. Die Frage ist, gehe ich rechts, links, oben, unten? Du hast auch noch einen Namen? Die fotografieren wir auch mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal so hoch. Weil ich glaube, hier ist unser Ziel. Mit einem weiteren Namen und ich höre noch was anderes. Moment. Das ist nicht direkt da drüben. Ah, Moment, Moment. Ich hab's gesehen. Wusste es doch. Na? So. Sehr schön. Okay. Gut. Dann, ich hoffe, du kannst mir helfen. Oberhaupt, hallo. Mir wurde gesagt, dass... Ava, bewahre uns. Es ist Quarkbein. Ich glaube, die Ohol haben da etwas falsch verstanden. Mima nennt mich Starkbein. Aber mein richtiger Name ist... Warte. Dass du hier vor mir stehst, kann nur eins bedeuten. Das Dschungeltor... steht wieder offen. Dann ist es so, wie die Ohol singen. Quarkbein hilft naiv, wo sie nur kann, ohne Verstand und Einsicht. Das ist so herrlich bizarr. Es freut unser Herz. Ich bin verwirrt. Also, was können wir für dich tun? Warte, antworte nicht. Wir wissen es bereits. Du willst unser Lied lernen. Wow, das stimmt tatsächlich. Ich brauche euer Lied, um Kreaturen zur Arche zu fügen. Ein Lied für Starkbein. Ein Lied zur Feier und ihrer urkomischen Irrtürmer. Wir werden dir helfen. Sprich mit Boti, unserem talentiertesten Liedweber. Das war, glaube ich, der, den wir unten fotografiert haben, oder? Mache ich. Danke, Oberhaupt. Ich werde euer Lied lernen und ich werde dazu tanzen. Fröhlich durch den Dschungel tanzen und mich mit den Kreaturen anfreunden. Ich sag doch, wie die Rattenfingerin. Typisch Quarkbein. Deine naiven Hilfsversuche sind legendär. Wir sind höchst zufrieden. Sprich mit Boti. Okay. Boti, wo bist du? Ich meine, ich habe dich eben noch gesehen. Genau, da unten. Ich will da jetzt aber nicht runterspringen. Aber hier, denke ich mir mal, wird es sicher sein, ja. Hallöchen, ich war gerade schon mal da und habe dich angestarrt. Ich grüße dich, Hörte. Ich bin's. Quarkbein. Wer? Hast du noch nicht von mir gehört? Dem Menschen. Mensch. Oh je. Oh, Ava. Die Ohol singen alte Lieder über Menschen. Ach ja, die ach so zuverlässigen Ohol. Alte Lieder. Wie wir. Lieder über verlorene Menschen. Freundliche Menschen. Wütende Menschen. Wir haben vergessen. Haben vergessen, wie sie klingen. Wir vergessen viel dieser Tage. Oh, ich verstehe. Keine Sorge, Alterchen. Alterchen. Bei uns Menschen ist das im Alter genauso. Aber vielleicht kennst du ja ein anderes Lied. Eins, das die Kreaturen des Dschungels besänftigen kann. Weißt du, ich muss... Flöte. Wo ist unsere Flöte? Oje, ich ahne Schlimmes. Ich weiß nicht. Du kannst meine nehmen, wenn du willst. Flöte. Wir haben sie verloren. Ins Wasser geworfen. Im Baumstumpf versteckt. Weggegeben. Oh, Ava. Unsere Flöte. Ava, vergib uns. Dein Instrument war dir sehr wichtig, oder, Boti? Flöte. Keine Sorge, Alterchen. Bleib hier und ruh dich aus. Ich finde sie für dich. Oh mein Gott.
Du weißt nicht zufällig, wie die Namen geboren werden, oder? Oh, die kleinen Nesthäkchen. Wie sie munter im Schlamm herumwatscheln. Ja, aber wie sie planschen und planschen, platschen. Oh, unsere kleinen Nesthäkchen. Weißt du was? Ist schon gut. Ich frag jemand anders. Frag am besten gar nicht mehr, ganz ehrlich. Finde die Flöte. Irgendwo hier. Das Problem ist, wie finde ich denn die Flöte? Leuchtet die dann plötzlich auf oder so? Ist die im Wasser? Wasser könnte vielleicht sein. Achso, hier. Moment. Is this Boti's flute? It looks twisted. The shape is all off. I can't give it to Boti in this state. Who could fix it up? Wir können die so nicht weitergeben. Na gut. Wir müssen wieder hoch, oder? Moment, hier kann ich hoch. Dich kenne ich aber noch nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah ne, ersetzen, dann ist das doch der eine gewesen. Na gut. Guten Tag, du machst hier im Dorf die Skulpturen, oder? Versuch nicht, uns zu bequatschen, Starkbein. Wir haben schon von dir gehört. Ich sehe schon, ein Geschäftsnamen durch und durch. Kannst du die Flöte reparieren? Sie gehört Boti. Das ist eine Baumwurzel. Was? Das ist die Wurzel eines Tierden, eines Dschungelbaums. Das ist keine Flöte. Ugh, ich bin so eine Idiotin. Aber wir sehen jetzt, was du brauchst. Irgendwie wirkt er leicht steif, finde ich. Boti hat seit Jahren nicht mehr Flöte gespielt. Aber vielleicht sind die alten Lieder von Ava genau das, was Boti jetzt braucht. Lass die Wurzel hier und geh zur Schamanenhöhle. Hole Baumsaft, den brauchen wir. Vielleicht hast du ja doch gute Absichten. Okay. Boah, der springt aber auch immer woanders hin. Ganz oben würde ich schätzen. Da hinten kommt man nicht weiter. Kann man hier vielleicht hoch? Also hoch kann man, aber kommt man auch dahin? Das ist die Frage. Ne, hier ist dann... Hier hört es dann auf. Hier kommt man auch nicht weiter. Muss ich vielleicht doch unten rumgehen? Oder, nee, hier kann man, doch, hier kann man noch ein bisschen weiter. Da kommt man aber aufs Gleiche oben wieder aus. Ich versuch's mal unten rum, ich weiß es nicht. Das ist ja alles sehr verwirrend. Was bist du? So, von euch könnte ich übrigens auch noch ein Foto machen, ne? Bevor ich... Upsala. Ja, ich weiß. Nein. Ach. Du sollst ein Bild machen, Mann. This creature is really amazing. Ja, ne? Die sind schön. Ich hoffe, die sind nicht böse, weil ich muss hier mal eben rum. Also böse sind die ja sowieso nicht, aber ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an oder so. Wieso auch nicht hin? Alter, ist das dein Ernst? Erstens, was mache ich mit den Dingern? Ich schätze mal, die sind wohl irgendwie mit denen jetzt... Haben wohl irgendwas mit denen zu tun. Und zweitens, wie komme ich jetzt da hin? Vielleicht durch die Höhle. Und die hatte ich noch nicht gesehen. Guck mal eben, was ist denn hier? Oh, Moment.
sollten, aber das sind wieder die gleichen, ne? Wir sollten doch irgendwie auch Bilder von diesen Tieren machen, meine ich, oder? Vielleicht können wir bei dem einen Typen ja auch noch Bilder machen. Hinten sehe ich jetzt gerade keine. Doch, Moment, da hinten ist noch was. Moment. Weiß nicht, ob wir das jetzt schon hatten. Achso, falsche Taste. Also ich meine zumindest, er hatte gesagt, dass wir da Fotos von machen sollen, damit er besser in seinem Handwerk ist oder sowas. So, genau. Guck du mich auch mal kurz an. Cheese. Ooh, sticky. Well, the sculptor needs it, so... Eigentlich müsste ich mit ihm reden können, aber es ist nicht... Ah, jetzt verfügbar. Hallo. Das ist so ein Summen in unserem Ohr. Wir hoffen, es geht schnell wieder weg. Wie unhöflich. Ich glaube nicht, dass die mich gemeint hat. Die hat wahrscheinlich irgendwie eine Biene im Ohr oder sowas. Ich meine, die hat, das sah ja so aus, als ob sie so einen Baumstumpf da als Kopf hatte, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Hier ist auch noch was. Baumwolle. Das ist voll. Oh, wo komme ich denn hier aus? Da komme ich ganz raus, ne? Unten ist alles Wasser. Kann ich da irgendwas machen? Aber die ist ja schon offen. Wie bin ich jetzt hier falsch abgebogen? Moment. Hier müssen wir hoch. Genau. Zu Tutschti oder so. Ich habe dir den Baumsaft mitgebracht. Danke. Mit diesem klebrigen Baumsaft versiegelst du die Flöte, stimmt's? Nein. Wir wollten nur was zu trinken. Hey, ich bin doch kein Postohol. Na, dann mach doch selber eine Flöte aus einer nassen tierenden Wurzel. Und zwar in Rekordzeit und ganz ohne Dank. Dabei kriegt man eben Durst. Egal, die Flöte ist fertig. Boti wird sich darüber freuen. Das ist alles, was zählt. Da hast du recht. Danke. Nehmen Sie. Wir sehen jetzt, dass du einer von den warmen Menschen bist. Von den warmen Menschen, okay. Nun gut, wir tun doch alles dafür, dass wir endlich dieses Lied spielen können. Viel können wir jetzt in dieser Folge auch nicht mehr machen, aber das will ich jetzt noch durchziehen. So. Ich habe ja was für dich, Boti. Die ist wunderschön. Danke. Ava hat dich gesegnet. Genau wie den Menschen vor dir. Vor mir? Doktor. Jetzt erinnere ich mich wieder. Unsere Flöte. Wir gaben sie Doktor an dem Tag, als sie fortging. Doktor Tour. Aber natürlich, Marguerite Tour. Ihre Forschung muss sie hierher geführt haben. Sie musste Ava verlassen. Sie weinte, als sie die Flöte in den Händen hielt. Auch wir weinten. Das ganze Dorf weinte. Schwer vorstellbar, dass die berühmte Marguerite Tour weint. Es gab eine Melodie, die sie besonders mochte. Das Lied der Ranken. Erinnere dich an unser Lied. Nimm es mit auf die Reise. Wenn auch du Ava verlässt. Moment. Hallo? Wir haben die Quest abgeschlossen. Hey, Mimar. Wir haben die Quest abgeschlossen. Mimar, I know you can hear me. Guess I shouldn't upset my most reliable nom guide, should I? Maybe if I find that sage stone. Yeah. I got time. Tab won't mind, probably.
Okay, da hinten sehe ich etwas, wo man die hinführen könnte. Die Frage ist nur, können wir die jetzt tatsächlich? Alter, das Lied ist aber... Oh, halt, Moment. Ich muss euch streicheln. Oh, ihr habt so ein bisschen die Schnauze von einem Boxer. Und verbinden. Und jetzt muss ich einmal erstmal rausfinden, was es hier mit den Dingern auf sich hat. Ob wir da irgendwas machen können. Ich glaube, mit der Wand hier kann es sein. Auch nicht. Oder... Sind die vielleicht irgendwie mit diesen Ranken, die so unterwegs sind? Also hier kann ich jetzt in der Tat gerade nichts sehen. Mal schauen. Hallöchen! So, haben wir die jetzt alle mitgenommen? Ich bin mir nicht sicher. Moment, ich guck mal eben. Da hinten war noch was am Blinken. Alter, das hört sich irgendwie grausig an, wie die hinter mir herkommen. Okay. Moment, da hinten. Kommt ihr mit? Ah, habe ich recht? Und die können tatsächlich hier die Dinger wegmachen. So, jetzt gucken wir mal eben. Ja, das sieht gut aus. Das heißt, die machen tatsächlich diese Ranken weg. Okay. Das heißt, wenn die sich immer wieder so zuziehen, müssten wir das dann quasi damit wegkriegen können. Tschüss. Zwei fehlen noch und ich höre hier irgendwo... Darunter und zurück. Ich würde aber gerne wissen, wo dieses Geräusch noch herkommt. Oh oh. Heißt das, hier gehen die Jäger hin oder was? Ach, da. Aha. Tada. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich jetzt hier gerade vorhabe. Was ich wohl gerne machen würde, ist nochmal kurz zurückzugehen. Jetzt bin ich hier gerade am Überlegen, wo will der mich jetzt hinführen? Der will mich hier hinführen. Ich würde sagen... Kann ich den denn gut machen? Das funktioniert doch alles auch auf die normale Art und Weise, oder? Achso, da könnte ich auch hinreisen. Fällt mir gerade an. So, wenn wir nämlich den einen hier, bevor ich das nämlich vergesse, den einen hier zumindest befreien. Haben wir denn hier eigentlich irgendwas, wo wir den hinschicken können? Ich meinte nämlich, ich hätte irgendwo was gesehen, aber... Ich weiß es nicht. Aber wie kann ich den befreien? Das ist jetzt die andere Sache. Ah, Kreatur helfen. I'm going to do everything I can for these creatures. Even if I can't...
All right, Vic. Keep it together. Wo ist der jetzt hin? Ach, hätte ich das eben auch schon machen können, oder was? Okay. Moment, ein Foto habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? Oh, ich habe es nicht gesehen. Ach so, links. Alter, das ist mit dem Stick gar nicht so einfach, da drauf zu drücken. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt haben wir hier natürlich nichts, wo ich den jetzt mal eben auf die Schnelle hinbringen könnte, oder? Na gut, wir streicheln ihn erstmal. Das ist ja auch wichtig. Oh, du bist so knuffelig. Ja. Und ich mache einmal die Ava-Sicht. Ich würde gerne mal wissen, was der kann. Wie machen Foto? Wie oft soll ich noch ein Foto davon machen? Unbekannte Fähigkeit. Okay, scheinbar hat das damit nichts zu tun. Das sind ja auch meistens so Sachen, die dann leuchten, ne? Aber ich weiß halt jetzt nicht. Hier darf ich mit dem nicht rein, oder was? Okay, damit hat es auch nichts zu tun. Boah, hier sind überall noch... Ich dachte, ich könnte jetzt in dieser Folge nochmal eben hier durch und dann zeigen, was dieses niedliche kleine Kerlchen hier kann. Oder kann der hier irgendwas mit... Ah, okay. Also der hat jetzt keine allzu große Macht, sag ich mal, sondern der kann jetzt nur diese Dinger hier zerstören. Na gut. Ja, es tut mir leid, ich habe jetzt leider nichts, wo ich dich überhaupt hinbringen könnte. Moment, laufe ich jetzt? Wo laufe ich denn jetzt hin? Da wollte ich doch gar nicht hinlaufen. Ja, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wo der eine hingelaufen ist, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist er zu seinen Freunden irgendwo runtergelaufen. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal wieder hier hin. Da, wo wir vorhin waren, oder wo wir zumindest fast vorhin waren. Oh, ich höre ja schon wieder komische Geräusche da hinten. Obwohl eigentlich von der Dschungelbasis aus wäre es, glaube ich, besser gewesen. Hätten wir da dem Weg folgen können? Ah, ich gehe nochmal zur Dschungelbasis. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich will mich halt nur da dann ausloggen, wo ich dann auch tatsächlich weiterkomme, beziehungsweise eben weitergehen möchte. Wobei wir auch noch die Pflanzen wegbringen müssen zu der einen, fällt mir gerade ein. Ja, du bist der Nette. Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, dass ich dran denke, auch nochmal zurückzugehen und die Pflanzen abzugeben. Aber wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann komme ich heute gar nicht mehr raus. Und die Folge ist ja jetzt eh schon so wahnsinnig lange geworden. Deswegen, oh, ich sag ja, also das ist tatsächlich ein Spiel, womit man sich Stunden über Stunden aufhalten kann. Ich merke das schon. Wir sind jetzt gerade mal im zweiten Gebiet angekommen. Und wir haben im ersten Gebiet ja auch noch nicht alles erkundet. Geschweige denn hier im zweiten Gebiet überhaupt irgendwas großartig erkundet. Deswegen, oh. Und auch so viele Aufgaben, wo wir dann auch sammeln können und so weiter. Ist einfach nur grandios gemacht. Also, ja, weiterhin 10 Daumen hoch, wenn ich so viele hätte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Und was wir da in diesem verlorenen Tempel finden. Und ob ich dran denken werde, in der nächsten Folge nochmal kurz zurückzugehen und diese eine Quest zu machen. Moment, kann man die einstellen auf der Karte? Das würde mich kurz interessieren. Ein grüner Daumen. Alle 6 Pflanzenarten aus dem Dschungel. Das sind 6 Stück. Oh, wir haben aber keine 6 Stück hier gefunden, oder? Ich würde mal sagen, 3 haben wir gefunden. Vielleicht höchstens 4. Hm.
Ja, keine Ahnung. Da muss ich irgendwie gucken, ob ich mein Inventar vielleicht irgendwie frei machen kann noch, damit wir dann da mehr machen können. Oder wir probieren es wirklich mal, dass wir mal kurz dahin reisen und gucken, ob wir zumindest einen Teil abgeben können. Ich hoffe, ich denke dran. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!